Tag zusammen, wieder Star Wars von 1 hier. Diesmal ist es kein Oblivion Gameplay. Nein, ich habe einen richtig geilen Mod auf Planet Oblivion gefunden. Bevor ich jetzt irgendwas dazu sage, das ist ein Silvester-Mod. Ich weiß, das ist jetzt ein bisschen dumm. Wir haben schon Neujahr, aber der hat mich richtig fasziniert. Also, das ist ein abgebranntes Haus. Ihr wisst so viel wie ich. Ich weiß nur, dass da der Eingang ist. Und da hauen wir rein. Unten, unter einem zerstörten Haus, habe ich einen seltsamen Keller und mit rechts ungewöhnlich... Scheiße, ich kann nicht lesen. Mit recht ungewöhnlichen Apparaturen gefunden. Ich sollte nach einem Hinweis suchen, was es damit auf sich hat. Jo. Das ist der lustige Keller. Hier steht so ein Bombettenhülse, Kohle. Macht nichts. Hier ist ein Schreibtisch, ein Labortagebuch. Ah, Silvester Fulgens, Pyrotechniker. Ich kann mein Glück kaum fassen. Dieses Haus ist einfach perfekt für mein Feuerwerk. Keine Nachbarn und so. Ja, das dauert jetzt zu lange, um vorzulesen. Nehmt's mit. So. Dieser Keller wurde von einem gewissen Silvester Fulgens eingerichtet, der sich Pyrotechniker nennt und etwas herstellt, was er als Feuerwerk bezeichnet. Er beginnt seine Aufzeichnung bei einem einfachen Vulkan. Vielleicht sollte ich einen Vulkan anfertigen. Ja, wie macht man das denn jetzt? Aha! Das scheint also alles recht kompliziert. Im ersten Schritt sollte ich mit der Pulvermühle aus Schwefel, Salpeter und Kohle Schwarzpulver herstellen. Außerdem muss ich Spiritus aus 2 Flaschen Billigwein destillieren und Leim aus 2 Portionen Knochenmehl kochen. Richtig, damit war ich auch anfangs auch überfordert und deswegen habe ich auch dieses Video nicht sofort gemacht. Ich habe den natürlich schon fertig, den Vulkan. Aber wir fangen jetzt so an. Also, erster Schritt. Ich brauche erstmal Schwefel, Salpeter und Kohle. Schwefel, Salpeter, das müssen wir mal suchen in den Schränken. Salpeter. Salpeter. Jo. Salpeter. Salpeter. Davon nehmen wir uns einen. Gut. Und das war Kohle. Richtig? Ja, Kohle, die lag da auf dem Tisch. Die war schwarz. Kohle. Wunderbar. Pulvermühle. Die Pulvermühle. Die Pulvermühle, ist das da? Ja. Gut. Wie macht man das jetzt da rein? Einfach so. Man geht darauf. Und jetzt suche ich das. Kohle. Salpeter. Schwefel. Dann macht das so einen Effekt. So. Wenn ich da jetzt nochmal reinhaue, habe ich 2-mal Schwarzpulver. Das nehme ich dann auch natürlich. Zweiter Schritt. Ich muss Spiritus aus 2 Flaschen billigen Wein destillieren. Billiger Wein. Wo gibt's billigen Wein? Gucken wir unten. Also eine Sternentrommel, da weiß ich auch noch nicht, was man damit macht. Da steht also, ich sollte erstmal rausfinden, wie das hier funktioniert. Und ich werde bei ICQ angeschrieben. Entschuldigung. So, sorry, das war nicht beabsichtigt. Habe ich jetzt auf stumm gestellt. Wie gesagt, 2 Flaschen billigen Wein destillieren, damit ich Leim habe. Da ist auch schon billiger Wein. 1, 2. Destillieren. Destillationskolonne. Gut, da gehen wir doch auch gleich mal rein. Und suchen unseren Billigwein. Ich hab den schon verpasst. Kann das sein? Billiger Wein, 2 immer. Oh, ich habe nur einen reingetan. Ihr müsst darauf achten, dass er auch richtige Menge reinkommt. So, Spiritus. Wunderbar. So. Und jetzt Leim aus 2 Portionen Kochenmehl kochen. Kochen. Leimtopf sogar. Knochenmehl. Da ist oben Leim, aber... Nee, wir machen das nicht. Wir machen's so, wie man es machen soll. Knochenmehl. Einen noch. So, das packen wir jetzt alles in den Leimtopf rein. Nee, das ist falscher Knopf. Es sollte ganz unten sein.
Knochenmehl kann man nicht gebrauchen und unten ist immer alles, was man nicht gebrauchen kann. Scheiße, das kann man doch gebrauchen. Salze der Abgründe, menschliches Herz, Daedra-Herz, Bloody Skull Pieces. Ey, damn, wo ist das denn? Knochenmehl. Oh, nun sollte ich mit der Form, dem Leim und zwei Bögen Pergament eine Vulkanhülse fertigen. Mit Spiritus, Garn und Schwarzpulver muss ich auf dem Walzbrett wohl Zündschnüre herstellen. Also erstmal will ich meinen Leim hier und mein Knochenmehl wieder machen. Was war jetzt der erste? Also, eine Form. Ich habe eine Form. Nein, habe ich nicht. Leim und zwei Bögen Pergament. Labortagebuch 2. Das brauchen wir jetzt nicht. Ja. Ach. Hilfe, mein Hase erschreckt mich. Das erhalte ich mir in Erinnerung. Das brauchen wir doch 100 Pro. Aber ich habe den Vulkan ohne das hergestellt. Und ich würde das gerne, sehr gerne mit euch machen. Auch wenn ich da wahrscheinlich verkacken werde. Nämlich, ich habe schon etwas länger gebraucht, um den Vulkan zu machen. Auf jeden Fall. Mit der Form, dem Leim und zwei Bögen permanent eine Hülse. Kleiner Trichter, kleine Hülsenform. So. Da packen wir auch gleich mal. Hatte mal die Schnauzehase. Kriegt zu viel. Willi dreht ab. So, auf jeden Fall. ich hab's vergessen, ey. Leim, Pergament. Leim, Pergament. Sollte alles unser sein? Nein, nur das Leim. Pergament. Ja, wo ist das Pergament? Pergament. So. Vulkanhülse. Jetzt halt doch mal den Sabbel. Mensch. Mit Spiritus, Garn und Schwarzpulver muss ich auf dem Walzbrett wohl Zündschnüre herstellen. Garn. Wo kriege ich Garn her? Da muss ich jetzt einen Moment lang suchen. Ich brauche erstmal Beleuchtung. Willi! Mensch! So, Garn? Nein. Da, Garn. Nice. So, was soll ich damit machen? Walzbrett. Ja. So, ich soll den Shit auf dem Walzbrett walzen. Dann walzen wir das da auf dem Walzbrett. Ja, es ist ein Mod, ja. Nein, natürlich nicht online. Ich versuche Feuer weg, jetzt sei leise. Mensch. Das kommt auf YouTube. Also. So, Spiritus, Garn, Schwarzpulver. Spiritus. Ja, warte, willst du? Weil das lustig ist. Wieso? Doch. Ja. Meine Schwester zweifelt an mir. Garn. So. So. Zündschnur. 10 Zündschnur. Jetzt. Joa. Was? Ja, also, ja. Oh, da. Mit dem Trichter soll ich nun Schwarzpulver in die Hülse füllen und anschließend mit der Presse die Zündschnur einpressen und das Pulver verdichten, dann soll der Vulkan fertig sein. Was willst du? Ja, das dauert aber noch lange, bis das oben ist. Die nervt vielleicht. Also, mit dem Trichter soll ich nun Schwarzpulver in die... Trichter, da, seid ein. Schwarzpulver in die Hülse. Schwarzpulver. Die Hülse, die hatte ich auch schon fertig. Wenn ich mich recht erinnere. Vulkanhülse. Joa. Oh, Fieselwiesel. Hülse mit Schwarzpulver. Anschließend mit der Presse die Zündschnur einpressen und das Pulver verdichten. Bleh.
Ich nehme die ganze Zeit auf, Mensch. Ja, natürlich. Das. Denkst du, ich lade da Soundteile hoch? Ja. Dann guckst du dir an, wenn es oben ist, schicke ich dir Link. Jetzt, die bringt mir hier ganz außer Dingens. Jetzt habe ich schon wieder nicht, was ich machen wollte. Jetzt halt nochmal ein Zappel. Zündschnurpulver. Wo ist jetzt ein Sabel da hinten? Zündschnurpulver. So, böse mit Schwarzpulver, geh weg. So, Zündschnur muss ich jetzt suchen. Zündschnur. Ah. Ich hatte doch 10 Zündschnurteile. Zündschnur. Ich hab so viel Scheiße hier drin, ey. Oh! Ja, da sind sie. Die haben kein Picture. Das hat mich ein bisschen irritiert. So. Fertig! Nun sollte ich versuchen, meinen Vulkan zu entzünden. Mit einer Fackel in der Hand und selbstverständlich im Freien. Silvester empfiehlt, den Vulkan auf einem Mäuerchen zu stellen. Einfacher Vulkan. So. Sekunde der Wahrheit. Ah, so kann man natürlich kein Silvester machen. Also was soll die Scheiße? Also warten wir natürlich, bis es Nacht ist. Oh. Ich sehe so, dass ich so doofe Ränder habe. Was soll das denn? Hä? Scheiße. So. 9 Uhr. Halleluja, war ja nicht so schwer. So. Mäuerchen. Halt, Maulwille! So, wo ist der Feuerwerkskörper? Der sollte unten sein. Einfacher Vulkan. Ihr könnt diesen Gegenstand nicht ausrüsten. Dann muss ich den wohl droppen. Jupp, da ist er. Ich sehe nichts, deswegen hole ich jetzt eine Fackel. Ich soll in der E-Meter Fackel. Fackel. I need Fackel, Fackel, Fackel. Wieso habe ich keine Handschuhe mehr an? Wartet, Leute, also das muss ich eben umgehend. Kann ja nicht sein, dass ich keine Kettenhandschuhe mehr an habe. Armer Schutz, so. Incredible, ich krieg zu viel. Mein Vulkan brennt, im wahrsten Sinne des Wortes. Erhebendes Gefühl. Jetzt fühle ich mich bereit, mit Farbzusätzen Barium, Kupfer und Strontiumcarbonat zu experimentieren. Sie werden mit dem Schwarzpulver in der Mühle vermahlen. Bis zu 2 Farben können nacheinander in eine Hülse gefüllt oder mit einem Effektzusatz Magnalium ebenfalls mit Schwarz.